Hi, mein Name ist DJ Tamis. Ich bin hier im MMA-Fight heute Abend und sorge für die Stimmung und die Einlauflieder. Und es wird ein geiler Abend heute. Ich wünsche euch alle viel Spaß. Hallo, ich bin Dustin Stolzfuß hier bei GCP. Ich vertrete Frankes Fight Team in Germersheim und betreue den Timur Labasanov. Mein Name ist Tobias Huber, ich trainiere im ASV in Karlsruhe, kämpfe heute gegen Önder Tuncer im Federgewicht MMA und mein Stil ist Brazilian Jiu-Jitsu. Mein Name ist Elias Stefanescu, ihr kennt mich von gnp1.de und heute sind wir hier bei GCP, der erste Event. Wir freuen uns drauf, wir machen Interviews mit den Fightern und verpasst sie natürlich nicht bei uns auf dem YouTube-Channel. Einfach nach gnp1 suchen. Viel Spaß! Hallo, ich bin der Önder Tuncer. Ich komme aus dem Ringsport, betreibe MMA und bin der aktuelle Titelträger des Bild Plus Gürtels. Man muss jetzt eigentlich hier rein. Ich mache seit ungefähr 10 Jahren Jiu-Jitsu und MMA, vielleicht seit 6-7 Jahren. Im MMA 35 Profikämpfe. Habe mein Debüt 2013 gegeben. Ich wünsche euch beiden einen fairen und auch sehr verletzungsfreien Kampf. Offiziell 66. Und dein letzter Kampf ungefähr im Monat, ja? Wann war mein letzter Kampf, Hakan? Düsseldorf war das. Wann war das? In Düsseldorf. Juni 19. Reicht, danke. Ja, ungefähr. Ja, Hakan Chakichev, kannst du es nur kurz erklären? Ihr habt ja schon Routine aus dem Ringsport. Ja. Wie geht ihr ran an die Sache, dieses ganze Check-in, Abchecken, Abwiegen? Ja, eigentlich wie immer. Wir haben es gut vorbereitet, sind hierher gekommen. Fühlt sich an wie jeder andere Ringkampf. Ja. Dann der wird jetzt, hat sich gewogen, hat sein Gewicht. Ja. Und jetzt nochmal ein Ärztecheck. Und anschließend bereiten wir uns langsam für den Kampf vor. Probleme mit den Gelenken, Knieschmerzen oder sonst was? Okay, komm mal kurz vor. Beug dich mal vor Spitzen, oder? Zu Schmerzen irgendwo. Okay, komm wieder hoch. Schmerzen hier? Nee. Okay. Atme mal tief und tief ein und aus durch den offenen Mund, ja? Durch sie mal zusammen, so wie du fest kannst. Okay, perfekt. Das ist ruhig, wenn du schlecht fühlen solltest, dann Schmerzen. Du kommst auf uns zurück, ja? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Wie geht's? Checkbreaker. Ich erinnere mich jetzt, ja. Ich habe deine Augen erkannt. Ja, danke. Weißt du, das ist eine kurze Variante. Langsam, gerade haken. Ja. Von nichts, weißt du, von nichts. Bam, bam. Das ist Stolzfuß. Mein Name ist Daniel Ogeni-Feile, Timur Lavazzano!
Fasanov hat sich aber zu weitestgehend wiederholt und versucht einen Abkick von unten. Timo Lange, ihn aufstellen. Kannst auch Low-Kicks machen. Interessant. Ja? Immer wieder versucht mit Kicks Druck aufzubauen auf den Gegner. Hände hoch, Timo. Schöner Kick von Labasanov. Hier wurde die Red Side Adam Messi. Du bist formt, gell? Ja. Das ist ein Tschetschener. Das ist ein Tschetschener. Bruder, wie geht's? Alles klar? Ja. Der dauert's hier noch ein bisschen. Und hast du schon gekämpft, oder? Nee, ich mach zwei letzte. Ja, dann darfst du sehen, wo ich. Trends der Quotendeutsche. Brenner, ich werde deinen Kampf ganz genau angucken. Ich hau mich richtig drauf. Das ist ein geiles Ding. Geil! Einfach geil. Bis gleich, gell? Wir kommen zur nächsten Kampfhau. Wir gehen in Zürich und das ist 66,4 Kilogramm war das Limit. Thank you.
I bet you got it just that you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the bump, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell, that's where them cowards go. Well, all you steal, damn nigga, holler when you see me. And let these devils suffer, but the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, little bit of my balls play. Even when I'm hot, fuck with me, you keep close later. The bitches in my eyes, cause all I want is cash and things. I find Und der Tunja gegen Tobias Thiago. Weil Tunja den Käfig gehalten hat. Für mich eine klare Runde für Günter Tunzer. Vom Referee. Er darf nicht in den Käfig greifen und sich ist wahrscheinlich direkt gebunden. Er könnte nicht mit reingreifen. Und jetzt geht es in die zweite Runde mit leichter Verspätung. Schöner Hüftwurf hier von Tunja. Gute Ellenbogen auf die Rippen hier von Tunja. Referee hat jetzt hier nochmal festgestellt, dass Tunja das ein wiederholten Male hier den Käfig gehalten hat und kriegt deswegen einen Punktabzug. Jawohl, er hat den Rücken, beide Hooks drin, gute Kontrolle. Huber hat jetzt hier gute Top-Control, hat jetzt beide Hooks drin und er versucht die Befreiung. Sehr gute Kontrolle von Huber hier weiterhin. Jemand gechoken vom Rücken aus. Jetzt sollte Tunja die Runde schaffen. Die hat er geschafft. Spannende dritte Runde. Ist jetzt hier in einer Art von Headlock-Position.
Kuncha macht jetzt hier eine clevere Sache, steht wieder auf und geht nicht mit dem überlegenen Grappler in den Bodenkampf. Tobias Huber, ein sehr erfahrener MMA-Kämpfer, hat fast 40 Profikämpfe, ist jetzt allerdings hier in der Unterlage. Lässt Huber wieder aufstehen. Kuncha macht Druck im Stand, hat jetzt hier einen guten Treffer gelandet. Kuncha hier mit guter Kontrolle. Sehr riskante Rolle. Jetzt in einer Art Turtle-Position. Huber sollte sich hier rausrollen. Das ist eine gefährliche Position. Huber wird im Käfig gestellt. Und der Spieler von Kuncha. Eine richtige Schlacht jetzt hier in der dritten Runde. Meine Damen und Herren, für diesen Kampf haben wir eine Majority Decision und eine Mehrheitsentscheidung. Sieger dieses Kampfes, die blaue Engel, der Kuncha! So, liebe Zuschauer, wir sind wieder dabei. Fight 24 aus Ludwigshafen, German Cage Pioneer. Bei mir. Önder Tuncer, vielen Dank für den spektakulären Kampf. Das war jetzt volle Rundenanzahl, also 3x5 Minuten. Ja. Aber man hat gemerkt, du bist ein erfahrener Ringer, das hat man gesehen. Du hast dich auch im MMA bewiesen. Ich denke, du bleibst beim MMA, wir wollen einfach hören, wie es bei dir weitergeht. Erzähl uns ein bisschen. Ja, also ich werde auf jeden Fall weitermachen. Das war jetzt mein dritter Kampf. Die Routine ist noch nicht ganz so drin. Ich muss mich mit dem Regelwerk noch ein bisschen anfreunden. Ich habe ja am Zaun jetzt einen Punkt abgenommen bekommen. Aber ich denke, ich habe den Kampf dominiert. Ja, vom Gefühl her denke ich, es wird besser. Also ich habe noch nicht alles gezeigt, was ich kann, aber einiges. Bei euch hat es mir sehr Spaß gemacht bei GCP. Der Fight ist auch ein sehr guter Mensch, hat ein gutes Herz. Mal schauen, ich nehme alles mit, was geht. Mal gucken, wann es weitergeht. Ihr wisst ja, wie es im Moment ist. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Vielen Dank dir für den heutigen Abend und alles Gute weiterhin. Dankeschön. Danke. Ja, Dankeschön. So, hallo zusammen, mein Name ist Cengiz Çekici, bin Ringertrainer und habe es endlich mal geschafft, auf den Kampf vom Önder zu kommen. Und es hat sich heute gelohnt, hat gut gekämpft und hat gewonnen. In der zweiten Runde sah es ja nicht so gut aus, mal 2-3 Minuten, wo er da am Boden festgenagelt wurde sozusagen. Also vom Ringerischen her war alles einwandfrei. Ich denke auch, das war ein Hauptgrund, dass er den Kampf für sich entscheiden konnte, weil er da die grundlegenden Akzente gesetzt hat mit Beinangriffen, mit Würfen, mit Kontrolle. Gerade im Bodenkampf, aber im Standkampf natürlich auch. Und hat ja alles im Griff gehabt. Also war ein toller Kampf, schön anzusehen. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Dündar Yildiz. Bin der Boxtrainer von Önder Tuncer. Und über den heutigen Kampf, also wir haben bisher nur 3-mal trainiert, boxerisch. Und der Önder Tuncer hat auf jeden Fall ein großes Talent. Er lernt sehr schnell. Und wenn man die Kämpfe vorher betrachtet, was im Stand, was er geleistet hat und heute, war auf jeden Fall für mich ein Weltunterschied. Wir sind noch ganz am Anfang, also vom Anfang des Anfangs. Und ja, jetzt in der Zukunft werden wir öfters halt im Boxerischen, im Stand viel trainieren. Und ich bin optimistisch, dass er auch in einer sehr kurzen Zeit viel Erfolg mit sich bringt. Also heute haben wir uns auch, Sekundanten heißt Trainer, wir haben uns vor dem Kampf auch nochmal zusammengesetzt und gesagt, der Boden gehört euch,
Ich habe mit Boden nichts am Hut, deswegen übergib mir den Stand und was auf, im Boden, auf dem Boden verläuft, das, da werde ich mich nicht einmischen. Wie gesagt, das haben wir sehr gut hinbekommen. Wenn's, wenn der Kampf auf dem Boden war, haben die Jungs ihn sekundiert und wenn er im Stand war, habe ich ihn sekundiert, was er machen soll. Und hat er echt sehr gut hinbekommen. Vamos lá, Brasil!